Ich werde heute Pizza bekommen, die endlich mal so richtig gesund ist. Und ich habe mir sagen lassen, sie schmeckt richtig gut, denn ich habe die Jungs von Litza heute zu Besuch, Marc und Matthias. Herzlich willkommen. Geht's euch gut? Hi. Ja? Schön, hier zu sein. Ja, also hammermäßig. Bitte erzählt mir doch mal, was genau hinter Litza steckt. Das ist eine Pizza aus Leinsamen und Chiasamen und direkt schon fertig für den Backofen. Muss sie nur noch kurz vorbacken, belegen. Und die meisten Leute lieben daran, dass man alles Mögliche draus machen kann. Nicht nur Pizza, sondern auch Flammkuchen oder auch ein Dessert. Das Ganze hört sich ja tatsächlich so an, als könnte es gar nicht wahr sein. Eine Pizza, die auch noch gesund ist, dazu auch noch schmeckt. Wie kommt man denn auf sowas? Also wie ist das Ganze entstanden? Ich habe im Studium sehr, sehr viel Volleyball gespielt auf einem Leistungsniveau und dann immer wieder auch versucht, mich gesünder zu ernähren, vor allem nach einer Sportverletzung. Einen Abend sehr viel gekocht, viele Rezepte ausprobiert. Und so bin ich auch mal auf ein Leinsamen-Pizza-Rezept gestoßen. Ich habe es immer wieder für Freunde und für mich gemacht. Und das kam immer ziemlich gut bei den Leuten an, aber da haben wir uns noch nichts bei gedacht. Bis wir eigentlich eher in der digitalen Richtung uns selbstständig machen wollten. Und auch da immer wieder Freunde eingeladen hatten, mit denen über die Idee gesprochen haben. Und als Abendessen gab es immer wieder auch die Leinsamen-Pizza. Und ein Freund meinte, wieso verkauft ihr nicht sowas? Wieso verkauft ihr es nicht? Das hat irgendwie viel mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen, als die eigentliche App, über die wir sprechen wollten. Hat von Anfang an echt die Leute auch interessiert und die wollten dann zu unserem Stand kommen. Und dann hatten wir nach ein paar Monaten einen Foodtruck, sind mit dem Foodtruck im Rhein-Main-Gebiet rumgedüst. Unsere Eltern zu Hause, oh Gott, ihr habt beide einen guten Studienabschluss, jetzt verkauft ihr Pizza auf dem Markt. Und dann haben wir gesagt, dann immer mehr Kunden haben gemeint, hey, können wir nicht auch den Teig einfach so kaufen, um ihn zu Hause selbst zu belegen? Klar, nimm 100 Stück. Und dann kam die Idee auf, dass wir das Produkt ja auch im Onlineshop verkaufen könnten. Wir hatten dann unseren Foodtruck verkauft, noch einen kleinen Kredit aufgenommen, Onlineshop gestartet und mehrere Monate lang das Produkt so entwickelt, dass wir es auch verschicken konnten. Anfangs noch im Maxi-Brief. Also richtig Arbeit. Ja, richtig Arbeit, ja. Wir machen doch heute auch eine Pizza, oder? Ich bin echt schon ein bisschen hibbelig. Wir werden gemeinsam eine Litza mit Hummus machen und Rucola drauf. Kann man genauso auch mit anderen Kräutern machen. Viele Kunden machen es gerne mit Wildkräutern. Du darfst mal die Litza auspacken. Komm mal in die Mitte. Ja, danke. Von den Nährwerten her ist die Litza auch sehr interessant. Eine normale Pizza hat normalerweise pro 100 Gramm irgendwas um die 250 Kalorien und unser Teig hat ca. 120, also knapp die Hälfte an Kalorien und auch von den Kohlenhydraten her. Eine normale Pizza 30-40% und wir haben 3. Wenn du die jetzt so in den Ofen geben würdest, dann wird es zum Ballon. Die bläht sich wirklich auf. Das liegt unter anderem daran, dass viele Ballaststoffe drin sind. Das gibt so eine echt feste, verbindende Teigschicht. Und das Wasser im Teig will raus, wird aber wie zugehalten von dieser starken Schicht. Deshalb bläht sich das Ding auf. Deswegen müssen wir einstechen. Ja. Einfach schön durchstechen. Ja, du machst das gut, Sebastian. Ja. Nebenher werde ich schon mal die Kichererbsen in den Mixer geben. Ein bisschen Joghurt machen wir noch dazu in den Mixer. 3 Esslöffel. Wir nutzen ganz gerne Sojajoghurt. Kann man aber natürlich auch normal nehmen. Ein bisschen Kreuzkümmel machen wir dazu. Ja. Und nebenher könnt ihr eigentlich schon mal auch die Litza in den Ofen geben. Gut. Die geht jetzt für 15 Minuten bei um die 200 Grad. Ja, dann rein damit. Wir geben noch ein bisschen Chili dazu. Kreuzkümmel, Chili, Kreuzkümmel, Chili, Kichererbsen. Pfeffer geben wir rein. So, wir mixen jetzt die Zutaten zusammen. Wir machen jetzt noch die Cinellinis, also unseren Nachtisch. Dafür darfst du noch mal eine auspacken. Ah, ich weiß ja jetzt genau, wie es geht. Die ersten Dutzend, Tausend Packungen haben wir noch mit so einem kleinen Vakuumiergerät verpackt. Selber? Ja, ja. Aber das ist doch toll sowas, oder? Also es ist ja wirklich, eure eigene Küche war euer Labor. Ihr habt Sachen ausprobiert. Ja. Also es sind ja auch Stories, die man unfassbar gerne auch erzählt später, oder? Einfach jetzt in kleine Eckchen schneiden, ein Quadratzentimeter oder sowas. Erstmal hier Zentimeter so. Auf Zentimeter, genau. Lässt sich schon mal hervorragend schneiden. Wir haben jetzt den Teig bewusst nicht eingestochen, um diesen Aufbläh-Effekt hervorzurufen. Ja. Und das sehen wir nachher gleich, wenn wir es ab in den Ofen geben. Jetzt mittlerweile müsste die Litza auch fertig sein. Darfst du mal rausholen? Oh, das sieht sehr lecker aus. Oh ja. Die kann sich schon mal sehen und riechen lassen. Jetzt darfst du hier mit dem Löffel schon mal das Hummus drauf verteilen. Das heißt, das ist auch komplett von euch erfunden, diese Art von Belag jetzt und Geschmacksrichtung. Das kannst du auch nach deinem Gusto den Rucola drauf verteilen. Die hauen wir da jetzt einfach. Genau. Die machen wir da jetzt einfach. Da werden wir ein bisschen zusammenarbeiten. So, und die blähen sich so ein bisschen auf, ne? Ja, genau. Das ist ja lustig. Und das wird dann der Nachtisch, ne? Genau. Das kommt jetzt bei, wir bleiben bei 200 Grad. Genau, 200 Grad ist gut. Und hier mache ich jetzt einfach mal 3 Stücke. Genau. Wieder so.
danke dir. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Und ich nehme mir einfach mal ganz uneigennützig das Größte. Ich bin sehr gespannt. Ja, guten Abo. Guten Abo. Oder guten Litzappetit, würde ich sagen. Wirklich gut. Sehr lecker. Hätte ich so nicht erwartet. Ich bin gespannt, was der Nachtisch macht. So, ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal in den Ofen und hole raus, was man rausholen kann. Die müssen jetzt gut aufgegangen sein. In der Zwischenzeit, seid so nett, erzählt mir doch echt noch mal so ein bisschen, was da so drin ist, was das Besondere ist. Das Besondere unseres Teiges ist, dass wir nicht wie normaler Teig mit Getreide arbeiten. Also normalerweise klassischerweise mit Weizen, hin und wieder jetzt auch mit Vollkorn. Wir arbeiten mit komplett anderen Rohstoffen. Okay. Leinsamen, Chiasamen, Kokosmehl und ein bisschen Flohsamenschalen. Genau, hier kommt jetzt ein bisschen Zucker, ein bisschen Zimt und das geschmolzene Kokosöl rein. Kannst eigentlich den ganzen Zucker rein? Ach, tatsächlich? Genau. So viel zum Thema, kommt ein bisschen Zucker rein? Naja, das Besondere hier ist, das ist Birkenzucker. Okay. Also der hat praktisch auch keine Kohlenhydrate. Ach, wirklich? Ja. Nun gebe ich ordentlich Zimt dazu. Genau. Bist du ein Zimttyp? Ich bin der totale Zimttyp. Dann hau rein. Ja. Dann machen wir noch Kokosöl dazu. Haben jetzt vorhin in einem Wasserbad noch aufgewärmt, dass es flüssig wird. Genau, jetzt schön verrühren. Die sind jetzt quasi fertig. Genau. Und jetzt nehmen wir Joghurt. Wir nehmen hier einen Sojajoghurt. Haben schon unsere drei Schälchen. Ja. Jetzt haben wir also hier eine kleine Auswahl an Beeren. Wir haben hier unsere Minis. Absolutes Universalding hier, was ihr da an den Mann gebracht habt. Ja, wirklich nicht. Haben wir nicht erwartet. Ja. Kommt richtig gut. Kommt richtig, richtig, richtig gut. Das war's sozusagen mit den zwei Jungs aus Frankfurt. Vielen Dank an Marc und vielen Dank an Matthias. Vielen Dank. Die Jungs von Litza, die Pizza mehr oder weniger komplett neu erfunden haben. Quasi das Rad neu erfunden. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gute Wie.